Warte mal, wir müssen ein Video nochmal ganz kurz gucken. In dem heutigen Beitrag geht es um Sex. Doch nur auf den ersten Blick. Denn es geht auch um Akzeptanz, Angenommenwerden, Tabus und Mut. Wir treffen uns mit einer Sexualbegleiterin. Was ist eine Sexualbegleiterin? Was macht die denn? Also der Name sagt schon, aber warum? Er hat Vimala für eine Begegnung gebucht. Vimala ist Sexualbegleiterin und ich darf die beiden heute interviewen. Eine Sexualbegleiterin? Hallo. Die ist die Sexualbegleiterin? Also wenn ich die sehe, habe ich alles andere als Bock auf Sex. Vorurteile, Kai ist wieder am Start. Das ist eine Sexualbegleiterin? Es gibt auch Prostituierte speziell für Altenheime. Ach Quatsch. Wir besuchen ja heute den Tobias. Ja. Und du erzählst uns ein bisschen was zum Thema Sexualbegleitung und Sexualität und Menschen mit Behinderung. Ja. Vimala ist 53 und kommt aus Hessen und trifft sich im Schnitt mit 5 bis 8 Kunden im Monat. Also okay, also jetzt mal kurz Spaß beiseite. Ich verstehe, dass es Menschen geben kann, die Probleme mit der Sexualität haben. Haben vielleicht mal irgendeine Situation gehabt, die sie verstört hat und da sie vielleicht nicht so selbstbewusst sind, wenn sie jetzt käme und würde mich sexuell beraten, sie sieht aus wie... Ich bin jetzt gerade echt wirklich so gespannt. Hi. Ah, okay. Also hallo. Er scheint... ja gut, okay. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Ja. Das ist schön. Danke, liebes Dings. Es wäre fast... Twitch-Bann wäre insafe. Danke, über Grenzen gehen. Danke, dass ihr das für mich verpixelt habt. Tobias ist 29, kommt aus Kiel und hat die infantile Zerebralparese. Wenn er seine Sexualität ausleben möchte, ist er auf Hilfe von Menschen wie Vimala angewiesen. Nee, das ist nicht das, was jetzt... Das, sag mir bitte nicht, dass das... Also, nee. Wenn er auf Sex haben möchte, ist er auf Hilfe von ihr angewiesen. Ich gehe direkt offline, Digga. Möchte ich mich zuerst einmal ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr mit mir über das Thema Sexualität, Behinderung und Sexualbegleitung redet. Also entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt so sage, ne? Wie versteht ihr das jetzt? Holt sie ihn dann einen runter oder so? Oder was macht sie? Vimala, du bist Sexualbegleiterin, ja. Und bietest deine Dienste Menschen mit Behinderung gegen Bezahlung an. Ja. Und bei dir, Tobias, ist es so, dass Menschen denken, okay, der hat eine Behinderung, bei dem spielt Sexualität im Leben gar keine Rolle. Also, ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade krass, ich wusste nicht, dass es das gibt, sage ich euch selbst so, wie es ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ehrenwert eigentlich. Ne? Guck mal, Tanzverbot, vielleicht mal ein kleiner Tipp für Tanzverbot. Für deine Rente, hier gibt es ganz viele Coca-Cola-Gläser, vielleicht ist das eine oder andere Musterstück noch dabei. Warum soll ein Mensch mit Behinderung keinen Sex, also es triggert mich schon dieses Handtuch auf den Oberschenkel. Wir wollen heute diesem Thema einen Raum geben. Wird das von der Krankenkasse bezahlt? Dein Beruf, wie würdest du den in 1, 2 Sätzen knapp erklären für jemanden, der noch nie was davon gehört hat, was ist eine Sexualbegleiterin? Also viele wissen, denken, dass Sexualbegleitung sowas wie Therapie ist oder Gespräche. Wenn dann jemand fragt, was machst du eigentlich wirklich, dann oh, ja, ich begleite Menschen mit Behinderung mit meinem Körper in ihre Sexualität. Ganz platt gesagt, ich mache Sex mit Behinderten. Aber das ist einfach anders wie im Bordell, wo ich, also ich bezeichne mich ja auch als Übungsfrau. Als Übungsfrau? Übungsfrau, ja. Ja. Weil um einfach diese... Klingt so wie Übungspuppe. Diese, ja, warum nicht, ne? Das nimmt einfach diese Angst oder diesen Anspruch, da kommt jetzt eine Frau, ich muss jetzt alles richtig machen. Mhm. Ne? Ich muss jetzt das Richtige sagen, ich muss die an den richtigen Stellen berühren, ich muss jetzt alles richtig machen. Und dann sage ich, ich bin eine Übungsfrau. Mir kannst du alles ausprobieren. Ja, und mir macht es auch Spaß, was die Leute dann mit mir ausprobieren. Da kommt ein unglaubliches Potenzial aus den Leuten raus. Ja, ey.
Da kommt unheimliches Potenzial aus den Leuten raus. Also wenn ich überlege, vor meinem ersten Mal war ich ganz schön aufgeregt. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Menschen mit Behinderung natürlich noch eine viel größere Hemmschwelle gibt, irgendwie die Sexualität auch auszuleben. Hattest du Angst vor deinem ersten Mal? Ein bisschen. Ja. Aber ich habe mal gedacht, ich bin mal so mutig und probiere das mal aus. Lass uns mal ganz kurz ernst sein. Die Konstellation finde ich halt komisch. Und zum Glück darf er Sex haben, okay? Yo. Mega, finde ich mega. Und dass es eine Frau gibt, die sagt, sie macht das, auch krass und mega. Aber wenn eine Mitte 50-jährige Frau vor der Kamera sagt, ich bin deine Versuchsfrau oder deine Sp Bruder da. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll. Ich habe rote Socken an, Digga. Ich habe kein Recht mitzureden. Ich hatte davor auch ganz normale Prostituierte, die so in der Zeitung inserieren, immer angerufen hat. Die haben gesagt, nee, das machen wir nicht, das trauen wir uns nicht zu. Ja, okay, das stelle ich mir also tatsächlich echt krass vor, dass wenn du halt den normalen sexuellen Drang noch hast und du bist behindert, und ich meine es in Form von behindert jetzt nicht so wie Asche, sondern jetzt halt wirklich behindert. Und wie bist du denn auf Vimala gestoßen? Asche? Über Pro Familia. Die haben da so eine Liste, da habe ich dann angerufen und die haben mir dann den Kontakt hergestellt, sozusagen. Jetzt werde ich aber affig, das gibt's. Es gibt sogar eine. Herzlich willkommen auf unserer Webseite. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Auf der Seite finden Sie verschiedene Angebote von Dienstleistungen im sinnlichen, erotischen und sexuellen Bereich. Erich Hassler, 60 plus. Als Sexualbegleiter biete ich eine liebevolle und individuelle Begegnung voller Andrea. Die Verehrung deines Körpers im Jetzt zelebrieren und die Schönheit darin sehen mit Berührung an den Körper, Geist und Seele. Mein Angebot im Raum Freiburg-Karlsruhe. Sexualbegleitung, Tantra-Massage, Sexualcoaching. Ich bin eine sinnliche Frau mit viel Erfahrung im Leben und Liebe. Ich biete Menschen mit Behinderung, bla bla. Du bist bei mir gekommen, unabhängig davon, ob du ein Mann oder eine Frau bist, auch zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Ich kann das nicht weitermachen, Leute. Mein Angebot richtet sich sowohl an Menschen mit geistiger Behinderung, Asche, das wäre jetzt Pia, wäre für dich, tantrawelten.de. Genieße mit mir tantrische Sinnlichkeiten, fass mich nicht an, Alter. Und Erotik wie Kuscheln? Ne. Massiert? Nein. Und raus. Gästebuch, bitte nicht. Oh Gott. Ich mich von deinem Atem habe begleiten lassen. Ich fange an zu schwitzen. Das ist wie ein Porno, Alter. Irgendwann ist ungesteuert geflossen. Marion 50. Was ist da geflossen? Ich möchte es gerne vertiefen und fließen. Nein, 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 nein. Hier wird nichts mehr geflossen. Wir sind hier nicht im Eigenspiel, Alter. Nein, nein. Alter, hier fließt gar nichts mehr, sonst raste ich aus. Oh mein Gott. Versuche nicht zu denken. Das kennen wir schon. Gleich wird es wieder flüssig. Reise zum Gipfel Special. Asche, Asche, nur weil du es bist, lese ich das vor. Die anale Versuchung. Für den neugierigen Asche, der das erste Mal die Erfahrung einer Prostatamassage macht, erlebt sich ganz und vollständig in seiner Männlichkeit. Der Anus und der Beckenboden ist für viele Menschen ein zu unentdecktes Gebiet ihres eigenen Körpers. Tobias, wie fühlt es sich für dich an, für Sex zu bezahlen? Im ersten Moment ein bisschen komisch. Einige Leute haben mir das auch vorher versucht auszureden, dass man das ja gar nicht macht, wobei ich das gar nicht verstehen kann, dieses moralische. Und wenn es einen Menschen letztendlich glücklich macht, warum dann nicht? Wie oft kannst du dir eine Sexualbegleitung eigentlich leisten? So ein bis zweimal im Jahr. Ey, wieso bezahlt das die Krankenkasse nicht? Das ist ein Grundbedürfnis, das gehört zu uns als Mensch dazu.
so wie Möbel Kutscher gerade sagt. Und er kann es finanziell sich nur zweimal im Jahr. Das heißt, du hast nur zweimal im Jahr Sex? Alter. Was für Erfahrungen hast du mit Problemen wie jetzt Inkontinenz, Hygiene, Spasmen oder Anfällen gemacht? Also ich habe mal eine Erfahrung gemacht mit einem Spastiker. Also der hat mich immer festgehalten und hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich mich komplett eingeölt. Und Okay. dadurch konnte ich ihm entkommen, weil dann war ich wie so ein Fisch und Ja. konnte mich nicht mehr festhalten. Das Thema Sexualbegleitung, also ich habe mich da mit relativ wenig Leuten bisher darüber unterhalten. Wie sieht das da bei dir aus? Kennst du noch mehr Menschen aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Kollegenkreis, die sich mit einer Sexualbegleiterin treffen? Ja, einen kenne ich ja. Wobei es nochmal schwieriger ist, wenn dieser Mensch nicht selbstständig lebt, sondern ich habe vorher auch nochmal ein Jahr in einer Wohnstelle gelebt und der Leiter, der hat das abgelehnt, dass sowas in seinem Haus oder dass so jemand in sein Haus quasi kommt. Also, ich muss mich mal überlegen. Also, er möchte gern Sex haben. Es gibt auch die, die mit ihm Sex haben. Und dann sagt der Betreuer dieser Behindertenunterkunft, das gestattet er nicht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Verwehre Das gibt eine quasi den Anzeige. Bewohnern ihre Möglichkeit, ihre Sexualität auszuleben. Ja, die schon manchmal seine Probleme damit, dass ich da auf meinem Zimmer mir dann Pornos angeguckt habe. Aber wo du das gerade ansprichst, Wahnsinn. wenn du dir Pornos anguckst, also du kannst dich ja nicht selbst befriedigen. Boah, Scheiße, Alter. Irgendwie total frustrierend. Es ist mehr Frustration für mich als Lust letztendlich. Aber du schaust sie ja trotzdem an. Ja, Ja. wenn ich mal das Bedürfnis habe, wieder nackte Menschen zu sehen, dann ist das ja quasi meine einzige Möglichkeit. Tobias, wir neigen uns jetzt so langsam dem Ende des Interviews zu. Gibt es etwas, was du noch zu dem Thema Sexualität und Menschen mit Behinderung sagen möchtest? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Vielleicht mit dem Thema einfach offener umgehen, nicht? Nicht immer nur denken, der Mensch hat eine Behinderung, der hat eh keine Sexualität. Aber ich habe den Eindruck, dass in der Gesellschaft immer so getan wird, als hätten man mit einer Behinderung keinen Sexualtrieb. Toll. Und ich hoffe auch, dass bei den Zuschauern der Horizont jetzt ein bisschen größer geworden ist und dass gewisse Vorurteile, die vielleicht da sind, abgebaut werden. Das würde ich mir wünschen. Das wäre doch toll. Mehr Raum für Andersartigkeit, Ja, ne? genau. Alexa, spiel romantische Musik. Alexa, noch lauter. Boah, also das. Forever, reality. Also jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt. Wie wenn du deine neue Freundin kennenlernst und das erste Mal so intim bist. So dieses. Dieses. Oder dieses Besondere halt, ne? Dieses Prickelnde, dieses Zack. Und ich glaube, das ist für die. Mann, die haben Zärtlichkeit, die haben das Gefühl, begehrt zu werden. Das ist ja ein sehr intensives Gefühl, begehrt zu werden.